morgen gehen schon die EM los in Berlin. Wie sehr freuen Sie sich darauf, sag ich mal, auf einem heimischen Rennbahn zu fahren? Das ist für mich was ganz Besonderes. Das erste Mal, dass ich bei einem wichtigen Wettkampf hier in Velodrom in Berlin an den Start gehen kann. Und ich glaube, dass es einfach was ganz Tolles wird, hier in Deutschland vor dem eigenen Publikum, den eigenen Fans fahren zu können. Von mir kommen auch viele Freunde und die Familie, die mich unterstützen werden, aber genauso natürlich auch bei ganz vielen anderen deutschen Athleten. Und Ich glaube, dass es was Besonderes ist, wenn man vor heimischer Kulisse an den Start gehen kann, weil das einen nochmal, oder für mich ist es zumindest so, dass es mir nochmal mehr Energie gibt, um dann motiviert richtig an den Start zu gehen. Man hat auch über Belag gesprochen, da kommt es neu aus Sibirien. Welche Rolle spielt das? Ja, das Holz aus Sibirien ist ein sehr trockenes Holz und auch ein sehr festes, weil dort die Bäume einfach langsamer wachsen als bei uns. Das hängt ganz klar damit zusammen, dass es da eben nicht ganz so heiß wird oder warm ist allgemein wie bei uns hier in Mitteleuropa. Und dadurch ist das Holz auch sehr schnell. Normalerweise ist es so, wenn ein Holz neu verlegt ist auf einer Radrennbahn, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis es richtig greift und uns Sportlern auch Spaß macht zu fahren, weil am Anfang fühlt sich das echt so an, als ob man auf Watte fahren würde. Aber jetzt muss man wirklich schon sagen, das Holz ist ja frisch hier in Berlin drin, dass es sich echt schon richtig, richtig gut fahren lässt. Und ich glaube, wenn die Temperaturen einigermaßen gut sind in der Halle, dann für die Wettkampftage, dass wir hier auch richtig schnelle Zeiten erwarten können. Was ist das für ein Gefühl mit, glaube ich, 50, 60, 70 Kilometer pro Stunde darum zu fahren? Ja, also wir fahren so zwischen 65 und 70, die Frauen. Und man kann das so ein bisschen vergleichen, glaube ich, mit Achterbahnfahren, wenn man da eine Kurve fährt. Es ist einfach ein Adrenalinkick, wenn man mit der Geschwindigkeit in die Kurve reinfährt. Und es macht unglaublich viel Spaß, wenn du merkst, du musst deinen Lenker festhalten und dagegen lenken, dass du nicht aus der Kurve rausgetragen wirst. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, mal selbst auszuprobieren.